Also schönen guten Tag. Wir befinden uns heute hier in Münster und sind zum Vortrag von Professor Dr. Bagus gekommen über die österreichische Schule und die Konjunkturzyklen, die dabei entstehen. Am besten stellen Sie sich einfach mal vor, was Sie bis jetzt gemacht haben, wo Sie arbeiten. Ja. Ja, ich arbeite in Spanien im Exil. Hier keine, in Deutschland keine Stelle bekommen konnte. Ich hatte das große Glück, dass ich nach meinem Diplom, was ich hier in Münster gemacht habe, bin ich nach Spanien gegangen, um da zu promovieren bei Jesús Huerta de Soto. Und das war 2006, 2007, das war noch die Blase, die Immobilienblase immer noch. Die Staatsausgaben, Einnahmen sind 10% pro Jahr gestiegen, die Ausgaben noch auch. Auch die Ausgaben in das Bildungssystem, also haben die immer noch weiter neue Uni-Dozenten eingestellt und dann bin ich da als klarer Blasengewinner da eingestellt worden. Und seit 2007 lehre ich da. Ja, das ist so das Wichtigste. Super, danke. Ja, es geht um die österreichische Schule. Da gibt es ja viele Vordenker. Vielleicht einen kleinen Abriss über die österreichische Schule der Nationalökonomie und wie Sie selber dazu gekommen sind. So eine Konträre zum allgemeinen Duktus, konträre Meinung zu sich zu bilden und zu vertreten danach dann natürlich auch. Ja, die österreichische Schule versucht, das menschliche Handeln formal, abstrakt zu erklären, hat deswegen auch eine ganz andere Methodologie als andere Schulen in der Volkswirtschaftslehre, die sehr mathematisch sind oder ökonometrische Studien machen. Die österreichische Schule möchte die dynamische soziale System so erklären, wie es ist. Und da benutzt sie eine logisch-deduktive Methode, um zu universellen Gesetzen zu kommen, was einigen nicht gefällt, dass es universelle Gesetze gibt. Also Naturgesetze oder? Ja, Gesetze, die immer gelten. Ein freiwilliger Tausch ist immer ex ante für beide Seiten vorteilhaft. Oder das Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen. Ja, das sind universelle Gesetze, die überall an jedem Ort gelten. Der andere Teil der Frage war, wie bin ich da hingekommen? Ja, ich war bei einer politischen Jugendorganisation in meinen wilden Jugendjahren tätig. Und da, die haben auch eine Stiftung. Politische Stiftung gab es da von der Partei und die hat einige Bücher so rausgebracht, auch von Mises, Rothbard, Edikt der Freiheit. Als ich das gelesen habe, habe ich gewusst, dass das mir so richtig erschien und vieles erklärte. Und dann habe ich da immer weiter geforscht, gelesen. Super. In Deutschland ist die österreichische Schule ja noch nicht so bekannt oder auf jeden Fall noch nicht so an den Hochschulen vertreten. Es gibt an der Frankfurt Finance School, glaube ich, einen Professor Polleit, der da ein bisschen in die Richtung arbeitet und vielleicht noch den einen oder anderen, aber im Großen und Ganzen ist alles eher ja, Keynes und interventionistische Ökonomie, die betrieben wird. Wie sieht das Ganze in Spanien aus und wie fühlt man sich in einer Welt voller Keynesianer als Austrian? Kann man da nicht manchmal einfach nur noch die Hände über den Kopf zusammenschlagen und ja, wie behält man da die Fassung? Ja, Spanien, in Spanien gibt es schon eine große libertäre Bewegung und auch einige Österreicher und wir haben auch halt den einzigen Master in Ökonomie der österreichischen Schule an unserer Uni. Und dann kommen also immer von weltweit, auch aus Deutschland, aus Österreich, aus den Vereinigten Staaten, haben wir Studenten, die extra zu uns kommen, um Ökonomie der österreichischen Schule zu studieren. Gibt es denn da noch andere Studiengänge in Deutschland oder wo man das sieht? Also ich habe jetzt man kann halt ein paar Fächer belegen in Frankfurt, aber ansonsten ist das halt auch kein Unterrichtsfach, was hier an staatlichen Universitäten gelehrt wird. Nein, es ist der einzige Master in Ökonomie der österreichischen Schule und auch noch an einer staatlichen Uni. Wie kriegt man denn sowas hin? Muss die Bürokratie austricksen. Ja, benutzen. Genau, das System benutzen. Ja, wie sieht das denn mit der Zukunftsperspektive für die österreichische Schule aus? Denken Sie, die Ideen werden sich weiter verbreiten oder werden wir mehr vom Alten sehen? Ja, ein ganz großer Anschub für die österreichische Schule war natürlich die Finanzkrise, weil da viele Leute
sich halt gefragt haben, was sind die Ursachen, und da sind sie dann auf die österreichischen Erklärungsansätze gestoßen. Auch Ron Paul war in den USA ein großer Anstoß, dass viele sich damit mehr beschäftigt haben. Solange die Krise, auch die Euro-Krise noch weitergeht, und solange die großen sozialen Probleme, die wir haben, sich noch weiter vergrößern, was der Fall sein wird, solange wird die österreichische Schule auch immer weitere Verbreitung finden, weil die Leute einfach wissen wollen, warum das passiert, um dann auch was ändern zu können. Also Sie sagten gerade eben schon Rettungspolitik. Wie beurteilen Sie die momentane Rettungspolitik à la ESM, Target 2, Quantitative Easing? Zu was für Auswirkungen wird das noch führen, oder wie lange kann dieses Spiel noch gut gehen? Ja, einmal muss man sagen, das ist natürlich eine Umverteilung immer beinhaltet, dass da entweder Staaten oder Banken oder Anleger gerettet werden auf Kosten der Allgemeinheit, die entweder ein Geld hat, was weniger wert ist, oder auf Kosten der Steuerzahler, deren Steuergelder da abfließen oder deren Steuergelder das garantieren. Das ist eine gigantische Umverteilung, die auch zu Konflikten innerhalb von Europa führt und noch führen können, die wir uns vorher so nicht haben vorstellen können. Und dann ist da natürlich der Anreiz, dann ist auch, wenn man solche Rettungsmaßnahmen macht, natürlich für die Geretteten, sie wissen, dass sie gerettet werden, wahrscheinlich werden sie in Zukunft wieder gerettet, das heißt, sie benehmen sich verantwortungslos. Ja, und die ganzen Regierungen, zum Beispiel die spanische, muss keine großen Reformen machen, weil sie weiß, dass sie da am Tropf von der EZB hängt, das Bankensystem hängt da dran. Und so kommt man dann dazu, dass man etwas perpetuiert oder immer, ja. Die Katze beißt sich selber in den Schwanz. Ist diese Zombisierung der Wirtschaft. Das ist nicht tot, nicht lebendig. Die Banken krebsen vor sich hin. Und die ganzen privaten Ersparnisse werden vom Staat aufgesogen und fließen da in die Banken oder staatliche Wohlfahrtssystem. Und diese Sachen fehlen natürlich, um die Wirtschaft umzustrukturieren, was notwendig ist in diesen Ländern. Und krebst man da vor sich hin. In der allgemeinen Presse oder im allgemeinen Duktus heißt es, dass der Kapitalismus das Problem unseres Systems sei. Wie würden Sie unser Geldsystem aus einer Austrian-Perspektive beschreiben? Ist es wirklich ein kapitalistisches System oder spielen da doch andere Kräfte mit rein? Ja, wie ich in der Vorlesung schon sagte, der Sektor, wo der Kommunismus noch nicht gefallen ist oder aufgehört hat zu existieren, ist eben das Geldsystem, der Finanzsektor. Ja, da haben wir wirklich eine zentrale Planwirtschaft mit einer Zentralbank, die heißt auch Zentralbank, mit einem Zentralrat oder Zentralkomitee, was sich da monatlich zusammensetzt oder wöchentlich und dann auch monatlich etwas veröffentlicht und dann alle Welt hinschaut, ne, genau wie wenn Stalin seinen Fünfjahresplan veröffentlicht, dann gucken auch alle hin und die sagen halt, wir erhöhen die Zinsen oder deuten an, nicht, und dann werden Milliarden von Börsenvermögen geschaffen oder vernichtet, einfach weil diese Leute so viel Macht haben, weil sie zentral versuchen, die Geldmenge zu planen oder den Zinssatz zu manipulieren. Ja. Und dann haben wir noch ein staatliches Geld, ein ungedecktes Papiergeldsystem. Das private Geld wurde enteignet. Das Gold ist jetzt verstaatlicht, liegt in den Zentralbanken, das früher den privaten Leuten gehörte. Wir haben ein unglaubliches, enges Netz an Regulierung des Finanz- und Bankensystems. Also von Freiheit oder Marktwirtschaft kann in dem Sektor keine Rede sein. Deswegen haben wir auch da die großen Probleme. Mises hat einmal gesagt, dass Inflation kein gottgewollter Akt ist, sondern eine ganz klare politische Strategie, um Mehrausgaben nicht direkt über die Steuertür zu finanzieren, sondern indirekt über halt Inflation, die Geldmengenausweitung. Denken Sie,
warum kommt Mises zu dieser konträren Ansicht, dass zum Beispiel, wie die EZB sagt, wir brauchen mindestens 2% Inflation, um eine Preiswertstabilität zu erhalten? Warum haben gerade die Austrians da so eine andere Perspektive zur Geldmengenausweitung als quasi der Rest der ökonomischen Zunft? Ja, Mises hat natürlich da recht. Steuern sind ja generell unbeliebt, weil die Besteuerten dann sehen, dass die Staatsausgaben Kosten haben. Ne? Da wird jemand eine Bank gerettet und dann erhöhen sie mir die Mehrwertsteuer. Wenn man das natürlich anders finanziert, so dass sie es nicht merken, die Leute, ist das viel günstiger. Und das geschieht halt durch das Geldsystem, in dem einfach Geld geschaffen wird und dann direkt oder indirekt an den Staat gegeben wird. Und dass dann steigen vielleicht die Benzinpreise, die Lebensmittelpreise oder vielleicht werden sie gefallen und jetzt fallen sie halt nicht und deswegen oder fallen weniger. Und dann bringen die Leute das nicht in Verbindung. Die sagen dann nicht, okay, die Lebensmittelpreise werden in den letzten 20 Jahren 30% gestiegen, gefallen, jetzt sind sie nur 10% gefallen oder null oder sind sie gestiegen. Und das ist, weil wir halt Griechenland gerettet haben oder weil wir das Bankensystem gerettet haben oder weil wir den Sozialstaat finanziert haben. Sondern die machen diese Verbindung nicht. Und deswegen ist es viel günstiger für die Regierung, ihre Staatsausgaben auf diesem Weg zu finanzieren, durch Erhöhung der Geldmenge und tendenziell höhere Preise, als durch die Steuern, wo die Leute das sofort feststellen, wo der Grund darin liegt. Warum haben wir zurzeit keine galoppierende Inflation, obwohl wir dieses Teilreservesystem haben und die Giralgeldschöpfung der Privat- und Zentralbanken aus dem Nichts? Also warum wird nicht alles teurer? Wird im gleichen Moment auch genauso viel Kapital wieder zerstört oder beziehungsweise entschuldet in dem Kreislauf? Also warum steigen die Preise nicht in der Realwirtschaft so weit an, wie es eigentlich die Geldmenge tut? Arbeitet da auch das Wirtschaftswachstum noch ein bisschen dagegen? Also warum haben wir nicht das, was wir eigentlich in der Realität haben müssten, sage ich mal? Ja, das ist eine gute Frage, weil das wird auch oft den Österreichern vorgeworfen, ja, wo ist denn die Inflation? Das hat vor einer Woche noch der Sarrazin zu mir gesagt. Wo ist denn die Inflation, Herr Vagus? Ja, ich habe ihm gesagt, die Sachen, die ich im Supermarkt kaufe, die steigen schon mächtig in Preisen. Und das trifft ja gerade die ärmsten Leute in ja. der Bevölkerung. Da kam nur ein Kopfschütteln von Jürgen Stark, Ex-Chefboxier der Bundesbank, der meinte, dass die Inflation wohl unter Kontrolle ist. Also eins ist natürlich mal die Zahlen, die da veröffentlicht werden, und das andere ist der Warenkorb, der jeder Einzelne kauft. Und meiner ist die letzten Jahre ziemlich angestiegen. Dann Inflation. Ja, die Österreicher definieren Inflation auch als Anstieg der Geldmenge. Wir haben jetzt 2007, 2006 haben wir 10% Anstieg in M2 gehabt. Und wenn 10% die Geldmenge wächst, dann alle 7 Jahre verdoppelt sich die Geldmenge. Das ist schon gewaltig. Jetzt ist die Geldwachstum von M2 noch 5%, um die 5. M2, um das kurz vielleicht zu erläutern, die verschiedenen Geldmengen. Ja, das sind die Sichteinlagen und Spareinlagen unter 2 Jahren. Jetzt wächst es 5%, das bedeutet, alle 14 Jahre verdoppelt sich die Geldmenge. In Japan wollen sie jetzt in 2 Jahren die Geldmenge verdoppeln. Also da ist schon eine gigantische Inflation da unterwegs. Und wie gesagt, was dagegen arbeitet, ist das Wirtschaftswachstum vor allen Dingen von Asien aus und durch die Arbeitsteilung und durch den technologischen Fortschritt. Und wie Sie auch sagen, die Entschuldung, die gleichzeitig da vor sich geht. Die Privaten versuchen sich zu entschulden. Zum Beispiel in Spanien, dass die keine neuen Kredite mehr aufnehmen, sondern die alten zurückzahlen. Und das führt zu einem tendenziellen Schrumpfen der Geldmenge. Wenn gleichzeitig der Staat neue Kredite aufnimmt und dadurch das kompensiert. Wie sehen Sie die Chancen einer libertären Bewegung à la Ron Paul, also nach dem Vorbild von Ron Paul, in Deutschland oder beziehungsweise in komplett Europa? Zum Beispiel in der Türkei. Ich habe jetzt gelesen, dass in der Türkei auch ein Großteil der Demonstranten libertären Ideen anhängen. Ich habe da jetzt auch nochmal nachgefragt und es wurde mir auch noch
aus einer relativ sicheren Quelle bestätigt. Wie sieht das aus? Das wäre natürlich relativ schlecht für den Staat, aber umso besser für uns, wenn endlich mal eine Revolution in die richtige Richtung ginge und nicht, wie man zum Beispiel gerade in Ägypten sieht, wo einfach nur der nächste Hampelmann quasi oben hinkommt und den Leuten wieder was für die nächsten 2 Jahre oder 4 Jahre erzählt, je nachdem. Ja, generell sieht die Situation natürlich viel rosiger aus als vor 10 Jahren. Wenn ich mich an vor 10 Jahren erinnere, da habe ich gedacht, ich wäre sozusagen der einzige Libertäre in Deutschland. Und dann, aber jetzt komme ich hier zurück, da interviewt mich sogar jemand, so unglaublich, ne? Das, von daher, das Wachstum ist schon nicht schlecht. Bis es eine kritische Masse wird, fehlt wahrscheinlich noch einiges, aber da seid ihr ja auch dabei, das zu ändern. Ne? Da versucht halt jeder seinen Beitrag zu leisten. Hoffen wir, dass das klappt. danke. Ja, dann würde ich sagen, danke erstmal für die Zeit und zum Abschluss vielleicht noch ein, zwei Büchertipps, was man vielleicht zur Austrian School lesen könnte, was schön kurz zusammengefasst ist, wenn man jetzt nicht unbedingt Lust hat, sich die alten Texte von Mises oder Eugen Richer oder sowas zu geben, sondern halt was Neueres, was auch vielleicht aktuell auf die Problematik zur Zeit anspielt. Ja, ich habe ja ein Buch zum Euro geschrieben, ne? Die Tragödie des Euro. Ich habe viele Bücher zum Euro gelesen, aber meins fand ich schon am besten. Von daher kann ich das getrost empfehlen. Wie heißt das Buch? Die Tragödie des Euro. Ja, und sonst zur Geldtheorie würde ich Huerta de Soto's Buch Geld, Bankkredit und Konjunkturzyklen empfehlen, auch wenn es länger ist. Lohnt sich jede Seite. 600 Seiten Buch? Ja. Okay. Lohnt sich trotzdem jede Seite. Super, dann bedanke ich mich für die Zeit, die Sie hier noch aufgefunden haben. Wünsche eine gute Heimreise. Und wenn Sie noch irgendwas loswerden wollen, dann ist jetzt noch Ihre Chance. Vielen Dank für das Gespräch. Wunderbar, ich bedanke mich. Dann noch einen schönen Tag. Ja, danke gleichfalls.